Ich möchte euch heute diesen jungen Mann vorstellen. Das ist ein 11-jähriger Wallach, der zu uns gekommen ist, quasi direkt aus der Klinik, mit Magengeschwüren und mit einer Gastritis aufgrund von Stress. Ihr seht, dass er hier noch rasiert ist. Auf der anderen Seite hat er auch noch so eine kahle Stelle, wo er ultrageschallt worden ist. Und bei Pferden, die so gestresst sind, muss man natürlich erstmal schauen, woher kommt denn der Stress. Kommt er durch eine falsche Haltung, durch falschen Einsatz im Sport, durch was auch immer. Ganz unabhängig davon mache ich mit solchen Pferden erstmal ganz viel Beauty und Wellness. Und dazu gehört erstmal auch ganz viel Berührung. Das heißt, ich schaue erstmal, wie die Pferde sich anfassen lassen. Wenn ich die jetzt hier so abstreiche am Genick und so weiter, dann sehe ich schon, ob die das blöd finden. Und nicht alle Pferde rasten total aus und fangen an zu beißen und zu treten, sondern es gibt schon so ganz kleine Zeichen, die man im Gesicht der Pferde ablesen kann, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Das findet er jetzt zum Beispiel gut. Schaut mal die Nase. Guck mal hier weiter an den Widerriss. Und oft ist es aber so bei den Pferden, die Magengeschwüre entwickeln, ne, die halten sehr lange die Klappe. Ne, die sagen nicht, wenn ihnen was wehtut, bis es dann wirklich fast schon zu spät ist. Wie sich der Rücken hier anfühlt, der lange Rückenmuskel, ob der locker ist, ob der verspannt ist. Hier hinten ist der bei vielen Pferden immer etwas fester als hier weiter vorne. Und dann schaue ich einfach, was für ein Gesicht er macht, wenn ich ihn an verschiedenen Stellen anfasse. Außerdem ist es oft so, dass so eine Berührung auch wirklich heilsam ist für die Pferde und dass sie das einfach genießen, ne? Einfach mal nichts machen zu müssen und gestreichelt zu werden. Solche Pferde behandle ich auch gerne mit Sporen. Das ist jetzt so ein ganz stumpfer Western-Sporen. Und wenn ich jetzt merke, dass das Pferd hier im Hals- und im Genickbereich totale Verspannungen hat, dann kann ich ihn damit schön massieren. Entlang der Halswirbel. Hier oben sitzt ja der Atlas, der erste Halswirbel. Dann geht die Wirbelsäule hier weiter. Die verläuft nämlich nicht hier oben, wie manche meinen, sondern die verläuft hier ungefähr so im Pferdehals und stößt dann, wird dann hier unten zur Brustmuskulatur. Zu den Brustwirbeln, Entschuldigung. Und an den Brustwirbeln sitzen die Dornfortsätze, die hier nach oben gehen und dann zum Beispiel den Widerriss bilden. Er schlägt jetzt mit dem Schweif und er will nach vorne weg, ne? Das heißt, das findet er wahrscheinlich relativ unangenehm, weil die Muskulatur hier verspannt ist, ne? Ihr kennt das vielleicht von euch, wenn ihr im Nacken verspannt seid, euch massiert da jemand, findet ihr auch nicht toll. Dann wollt ihr auch am liebsten weg. Jetzt gucken wir uns den langen Rückenmuskel an. Hier ist ja der Trapezmuskel, der ist so ein bisschen atrophiert bei ihm. Hier entlang, streiche dann wieder so ein bisschen die Lymphflüssigkeit platt. Jetzt guckt mal, was er hier hinten sagt. Jetzt seht ihr, wenn ich hier massiere, seht ihr, dass der lange Rückenmuskel sich bewegt hier, dass es da zuckt. Durch den ganzen Rückenmuskel, seht ihr, dass er sich bewegt? Er weiß noch nicht, wie er das findet. Wenn die Pferde Magenschmerzen haben, dann halten die den Bauch fest und spannen sich sehr an. Das ist dann der Bereich hier. Und man sieht, dass der hier auch echt reagiert. Wie gesagt, es muss nicht immer ein Schlagen und Treten und Beißen sein, wie die Pferde reagieren. Er scharrt jetzt. Ne? Er sagt, oh, das ist mir unangenehm. Und natürlich ist das so, wenn die Muskulatur verspannt ist. Aber mit dem Sporen kann ich die ganz gut lösen und kann dem Pferd einfach was Gutes tun. Jetzt, ne, abgesehen vom Streicheln, von Ruhe gönnen, von ausgedehnten Spaziergängen und was man einem Pferd in dem Stadium sonst noch so Gutes tun kann. Es ist wirklich mit ganz leichtem Druck, wirklich mal hier so, ne, da seht ihr hier,
Dieser Muskel reagiert. Guck mal, wie krass. Wahnsinn. Ich kann das auch mal vorsichtig unterm Bauch machen. Achtet mal auf die Rückenlinie. Ah, guck mal, jetzt kommt der Rücken nach oben, weil ich hier die Bauchmuskeln so ein bisschen aktiviere. Das kann ich auch mit den Händen machen. Ich gehe mit den beiden Händen unter den Bauch und kratze ihn hier so ein bisschen. Dann seht ihr, wie er den Rücken aufwölbt, weil ich die Bauchmuskeln hier so ein bisschen stimuliere. Ne? Und plötzlich ist hier auch nicht mehr so ein Loch. Super schön. Findet er jetzt auch nicht unangenehm, ne? Wenn ich ihm ins Gesicht gucke, sagt er, ja, ist okay. Seht ihr, wie der Rücken langsam wieder runterkommt, wenn ich aufhöre. Und so kann man vorsichtig einfach mal sein Pferd ein bisschen kennenlernen, indem man es an verschiedenen Stellen massiert, mit der Hand oder mit so einem Sporen. Und sich dann einfach mal anschaut, wie das Pferd reagiert. Wie gesagt, schaut den Pferden ins Gesicht, denn nicht immer sind die Reaktionen so stark, sondern manchmal zeigen die das nur durch ein zusammengebissenes Kiefergelenk oder so eine verspannte Nase an, dass sie das nicht schön finden oder durch einen Schweif schlagen. Und es ist immer wert, darauf zu hören, was die Pferde dazu zu sagen haben und wie die auf eine Berührung reagieren. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit euren Pferden und macht doch heute vielleicht mal einen Beauty- und Wellness-Tag mit eurem Pferd mit Sporen.